Frank von Giga auf der IFA 2018. Tja, Smartphone hat heutzutage jeder. Tablets sind mehr oder weniger tot, wenn man mal von einem bestimmten Modell absieht. Voice Assistants hat mittlerweile auch fast jeder, so gefühlt zumindest. Was kommt denn da eigentlich noch? Naja, zum Beispiel die Smartification von allem. Allem, was man so im Haushalt hat. Zum Beispiel Spiegel. Das ist der Medion Magic Mirror MD18859. Und das ist ein Spiegel mit einem eingebauten Touchscreen und Android. Ihr stellt euch jetzt wahrscheinlich die Frage, was ist denn jetzt das Magische an diesem Spiegel? Naja, folgendes. Hier dieser untere Bereich ist komplett zum einen ein halbtransparentes Display, zum anderen auch ein Touchscreen. Und auf diesem Touchscreen habe ich verschiedene Informationen und verschiedene Apps. Das Ganze basiert softwareseitig auf Android. Ja? Das ist also ein ganz normales Android im Prinzip, das natürlich geskinnt worden ist, aber eigentlich genau das, was man auch zum Beispiel auf einem Smartphone oder einem Tablet finden würde. Und hier ist zum Beispiel ein Widget, das sozusagen per App an eine smarte Waage gekoppelt ist. Das konfrontiert mich jeden Tag, wenn ich in den Spiegel schaue, mit der unheilvollen Information, dass ich Übergewicht besitze. Hier haben wir verschiedene Apps integriert. Da habe ich zum Beispiel eine Gallery drin, da über die ich Fotos, die mit diesem Spiegel aufgenommen worden sind, abrufen kann. Das heißt, ich kann direkt vergleichen, so sah ich gestern aus, so sehe ich heute aus. Also schön, um so vorher-nachher Fotos zu machen, vielleicht wenn man sowieso gerade ein bisschen versucht abzunehmen. Einstellungen soweit ganz normal. Ich habe hier auch eine Taschenrechner-App, die ist von Stock Android. Wenn ich gerade unter der Dusche stand und überlegt habe, was ist denn die dritte Wurzel aus 25, kann ich das hier direkt ausrechnen. Hier habe ich per Tab direkt einen Überblick über meine Termine, kann auch neue Termine eintragen, kann direkt Wetterinformationen abrufen. Hier unten verbunden mit per App verbunden mit Temperatursensoren kann ich direkt sehen, wie warm oder kalt es in meiner Wohnung ist, welche Luftfeuchtigkeit hier drin herrscht und so weiter und so fort. Ich kann hier sogar, wenn ich möchte, YouTube aufrufen und tagtäglich schauen zum Beispiel, wenn mir danach ist. Das Coole ist, ich kann hier auch alles wie so ein Widget auf einem Homescreen verschieben, auch an den Rand verschieben, dass sich das so auf Knopfdruck öffnet. Hier habe ich auch so ein Widget, das meine Haut testet, also über die integrierte Kamera. Das funktioniert jetzt leider nicht, weil es halt nicht verbunden ist, aber direkt testen, wie gut ist meine Hautqualität. Also insgesamt, ja, smarter Spiegel mit einem Display integriert. Wir leben einfach mal in der Zukunft. Das ist total krass, wenn man sich das überlegt, dass sowas heutzutage möglich ist. Tja, Leute, theoretisch geile Idee. Also ich kann hier jederzeit meine Musik anmachen, wenn ich so gerade von der Dusche runterkomme oder morgens in den Spiegel gucke. Ich kann hier YouTube-Videos schauen. Eigentlich eine coole Sache. Also wenn ich zumindest jemand bin, der gerne längere Zeit im Bad verbringt. Frage ist natürlich, wie praxistauglich ist das? Also ein Touchscreen-Interface auf einem Spiegel, das hinterlässt natürlich auch so fettige Finger. Trotzdem an sich als Idee ist es geil und es sieht auch wirklich töfter aus. Also muss man sagen, richtig, richtig knorke, das Ding. Wenn man sich das mal so überlegt vom Konzept her. Naja, aber wie gesagt, Praxisrelevanz ist halt die Frage. Aber man merkt, alle Gegenstände im Haushalt, die erhalten mittlerweile so Unterstützung von smarter Technologie. Und ich glaube, in 20 Jahren werden wir mal zurückschauen auf diese Zeit oder auf die Zeit davor und denken, wie konnten wir damals das alles nur aushalten, ohne dass alles smart war. Tja, da haben wir dann nicht nur smarte Spiegel, sondern auch, was weiß ich, smarte Hausschuhe. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Like, abonniert unseren Kanal. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen, wie ihr solche Technologie findet. Drückt auf die Klingel, dann verpasst ihr keins unserer Videos von der IFA. Schaut auch mal auf giga.de/IFA vorbei. Da sind alle Infos und Videos gesammelt von der IFA. Tja, und ich gucke noch ein bisschen in den Spiegel. Jetzt bis zum nächsten Video. Ciao.